In Chlor desinfizierte Hähnchensteaks von geklonten Rindern. Da graust es dem gemeinen Europäer. Sowas will er nicht essen. Lebensmittel, die Amerikaner total normal finden. Normal könnte das auch hier werden, würde der freie Handel zwischen USA und Europa Wirklichkeit. Dazu aber müssten unsere strengen Verbraucherschutzvorschriften klein verhandelt werden. Obama und Merkel schwärmten neulich schon vom gigantischen Projekt Freihandelszone. Die Risiken für uns Verbraucher erwähnten sie nicht. Gesunde Kälber, aufgezogen ohne Genfutter, ohne Wachstumshormone, ohne Klontechnik. Darauf ist Bernd Voss stolz als Sprecher von rund 2000 bäuerlichen Betrieben in Deutschland. Sie alle sorgen sich wegen der geplanten Freihandelszone mit den USA. Wir befürchten, dass dann auf den europäischen Markt gentechnisch veränderte Lebensmittel kommen, gentechnisch veränderte Futtermittel kommen, die bisher nicht zugelassen sind. Wir befürchten, dass wir Klonfleisch bekommen und wir befürchten, dass wir eine ganze Reihe von Produkten bekommen, die wir so einfach nicht wollen. Hormonfleisch, Hormonmilch, Chlorhuhn. Und so sieht es aus in den USA. Fleisch mit Antibiotika, Wachstumsbeschleunigern und von geklonten Rindern. Eine Kennzeichnungspflicht für manipulierte Lebensmittel jeder Art gibt es nicht. Das hat die Agrarindustrie durchgesetzt, zum Nachteil der amerikanischen Verbraucher. Die wissen nicht, was in ihren Lebensmitteln drin ist. Die ganze Welt sollte besorgt sein. Ich verstehe die Sorgen, denn wir wissen nichts über die Auswirkungen dieser Nahrungsmittel, die zum Beispiel genetisch verändert wurden. Wir wissen nicht, was das mit uns macht. Jeder sollte besorgt sein. Die europäischen Verbraucher und viele Landwirte haben sich bewusst für Nachhaltigkeit und gegen das Klonen von Tieren entschieden, aus gutem Grund. Es gibt keine Klarheit über gesundheitliche Risiken. Es gibt ein Tierschutzproblem, geklonte Tiere leiden und es gibt grundsätzliche ethische Bedenken der Menschen in Europa und das müssen wir in die Verhandlungen einbringen. Es ist so, dass die Verfahren sehr fehlerhaft sind, dass es zu vielen Totgeburten kommt, viele Tiere werden krank geboren, sind nicht lebensfähig und deswegen ist zu Recht eine Ablehnung auch hier da von vielen Verbrauchern, die sagen, so eine Art von Tierproduktion wollen wir nicht haben, wir lehnen das aus ethischen Gründen ab. Zwar verwenden einige europäische Züchter bereits heute das Sperma geklonter US-Turbo-Rinder. Das Fleisch von deren Nachfahren liegt in den Supermärkten ohne Kennzeichnung. Das hat die Bundesregierung zugelassen. Aber jetzt fürchten Kritiker, beim Freihandel wird auch das Klonen selbst kaum noch zu verhindern sein. Was in den USA erlaubt ist, kann dann in Europa nicht länger verboten werden. Nicht die Verbraucher, sondern Juristen werden letztlich entscheiden. Dieses Handelsabkommen gibt im Grunde den großen Unternehmen der Lebensmittelbranche, der Agrarindustrie starke Waffen in die Hand, um entsprechend noch her durchklagen zu können, dass Saatgut hier zum Beispiel Gentechnik verändert auf den Markt kommt, um durchklagen zu können, dass Klonfleisch hier auf den Markt kommt. Merkel und Obama machen Druck. Sie wollen die Freihandelszone möglichst bis Ende 2014, versprechen Aufschwung und Wachstum. Die Kanzlerin beschwört Gemeinsamkeiten. Beiderseits wäre es auch ein Bekenntnis zu einer globalen Welt, in der gemeinsame Werte, auch gemeinsame wirtschaftliche Aktivitäten sich besser gestalten lassen. Und deshalb liegt mir persönlich sehr viel an diesem Freihandelsabkommen. Gemeinsame Werte? Wohl kaum beim Verbraucherschutz. In Deutschland sind lückenlose Kontrollen vom Stall bis zur Ladentheke vorgeschrieben. Anders in den USA. Geflügel zum Beispiel wird im Chemiebad keimfrei gemacht. So etwas ist in der EU bisher verboten. In den USA hat man eine Philosophie, dass es sozusagen im Stall aussehen kann, wie bei Hempels unterm Sofa. Und am Ende werden dann die Produkte desinfiziert. Beispiel Hähnchen, die werden am Ende in ein Chlorbad gepackt und dann sind sie natürlich keimfrei. Aber Qualität sieht anders aus. Und auch die Gentechnik prägt Lebensmittel in amerikanischen Supermärkten. Informationen darüber? Fehlanzeige. Werden solche Produkte nach Europa importiert, müssen sie klar gekennzeichnet werden, mit dem Hinweis, genetisch verändert. Wenn die Europäische Kommission jetzt mit den USA zusammen über diese Kennzeichnung verhandelt, ist es gut vorstellbar, dass die Industrie ihren Einfluss geltend macht und letztendlich auch die Kennzeichnung in Europa dann abgeschafft wird.
Kommt der Freihandel, sind Kompromisse nötig, heißt es auf Seiten der Amerikaner. Es kann nicht sein, dass wir Europäer mit einer Position in diese Verhandlungen gehen, zu sagen, alles das, was wir haben, muss so umgesetzt werden und die Amerikaner müssen sich alleine bewegen. Es müssen sich beide aufeinander zubewegen. Da braucht man keinen Kompromiss zu finden, weil die amerikanische Lebensmittelindustrie hat nicht zu bestimmen, was wir essen, wie wir essen und welche Eigenschaften Produkte haben. Wir sind der Markt, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden. In den USA haben sich die Agrarkonzerne durchgesetzt. Europa wird bei den Verhandlungen auf großen Widerstand stoßen, befürchtet auch das Verbraucherschutzministerium. In einem Strategiepapier heißt es zur Gentechnik, Zitat: Vertreter der US-Agrarwirtschaft haben im Vorfeld deutlich gemacht, dass für sie ein Abkommen mit Erleichterungen in diesem Bereich essentiell ist. Essentiell, das heißt lebenswichtig. Über Gentechnik wird mit Amerika kaum zu verhandeln sein. Es wird am Ende eine Art Kuhhandel geben, wo Europa sich überlegt, was sind die Produkte, die uns besonders wichtig sind. Also der Export von Autos, der Export von Hochtechnologie. Und ich glaube, dass in einem solchen Handel man eher bereit ist, Abstriche beim Verbraucherschutz, beim Schutz der Lebensmittelqualität hinzunehmen, weil man sich eben bessere Geschäfte mit anderen Produkten erhofft. Wirtschaftsinteressen vor Verbraucherschutz. Auch deshalb wird hinter verschlossenen Türen verhandelt, alles geheim. Selbst das Dokument zur Aufnahme der Verhandlungen ist mit restricted, also intern eingestuft. Während die Kanzlerin von nicht einfachen Verhandlungen redet, trommelt der Wirtschaftsminister längst für den Freihandel und trifft sich schon mit US-Unterhändlern. Sein Twitter-Account klingt euphorisch. Großartige Nachricht, gutes Signal. Jetzt schnell beginnen. Freihandelsabkommen ohne Vorbehalte. Ohne Vorbehalte, das heißt ohne Rücksicht auf die Verbraucher und Bauern wie Bernd Voss, die weiter nachhaltig produzieren wollen.